Hallo liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es Zeit, dass wir mal über Objektive reden und darum, warum es so wichtig sein kann, vielleicht nicht nur nach dem besten, dem schärfsten Objektiv zu suchen, sondern auch Fehler mit offenen Armen aufzunehmen. Die Erwartungen, die wir an ein Objektiv stellen, die scheinen ziemlich klar umrissen zu sein. Es soll naturgetreu wiedergeben, scharf bis in die Ecken, ohne Farbfehler, ohne Verzerrungen. Es soll das Motiv so wiedergeben, wie wir es in Natur erlebt haben. Aber entspricht das Bild, das wir erleben, auch der Wirklichkeit? Wer schon mal auf Reisen fotografiert hat, der kennt mit Sicherheit das Gefühl, dass nachher das Foto gar nicht so beeindruckend aussieht, wie das, was er vor Ort erlebt hat. Und trotzdem wissen wir, das Objektiv lügt nicht. Der Unterschied zwischen dem Erleben vor Ort und dem Bild, was nachher auf den Sensor oder den Film gebannt wird, das ist die Emotion, denn die wird leider nicht automatisch mit aufgenommen. Und deswegen wirken die Bilder nachher beim Betrachten nicht so wie in der realen Situation. Ja, und was passiert dann? Dann wird an den Reglern in der Bildbearbeitungssoftware so lange gedreht, wie die Regler was hergeben. Da bekommt der Himmel mehr Dramatik und ich meine, das kann man ganz gut auch an den Bildern, an den aktuellen Bildern von Landschaftsfotografen sehen. Denn da ist immer die Mutter aller Sonnenuntergänge zu sehen. Und wenn nicht mindestens die Milchstraße in ihrer gesamten Pracht zu sehen ist, ja, dann taucht das ganze Bild nichts. Aber mal zurück zu den Objektiven. Eins vorweg, auch ich habe natürlich eine Schwäche für knackscharfe Optiken. Also ich mag meine Sigma Art Serie und ich mag meine Planare und Sonare und Distagone von Zeiss. Und wenn ich das Geld hätte, würde ich mir wahrscheinlich auch so ein Otus kaufen. Und Leitz, ja natürlich, auch die haben ohne Frage einen absoluten Platz in meiner Favoritenliste. Aber Schärfe ist nun beileibe auch nicht alles, vor allem nicht in allen Situationen. Und so habe ich durchaus eine ganz große Schwäche für Objektive, die nicht so wirklich scharf können, die mir aber dafür helfen, meine Motive auf eine emotionale Art und Weise abzubilden. Und ein paar von den Optiken, die würde ich euch heute ganz gerne mal vorstellen. Ein wichtiger Faktor noch vorweg, aus Sicht der Konstrukteure sind solche Charaktermerkmale natürlich allesamt Abbildungsfehler in den Optiken. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer, denn Objektive werden für gewöhnlich nicht von Fotografen errechnet oder erdacht, sondern gemacht werden die von Mathematikern. Und die bedienen sich, da das doch ein recht trockenes Thema ist, meist aus der Schublade der Supernerds. Und die freuen sich daher meist über die Bildfeldebenung, über die korrektursphärische Aberration oder über die Sinusbindung eines Objektivs, was immer das heißt. Aus genau diesem Grund ging der Trend auch immer wieder zu mathematisch leistungsfähigeren Objektiven. Und so sind die modernen Objektive heute nicht nur, ich sage mal, Kunstwerke der Glasverarbeitung, sondern zeitgleich auch Ansammlungen riesiger Mengen von Einzellinsen. Wo dem Tessar damals noch 4 Linsenelemente ausreichten, die nach Vorgabe des Koch-Triplets angeordnet waren, da sind es beim Otus heute derer 12. Beim Sigma 50 mm Art sind es sogar 13 Einzellinsen, die da zusammengefasst werden. Und der Großteil dieser Linsen in einem Objektiv dient eigentlich nur einem Zweck, nämlich der Auskorrigierung von Fehlern. Denn die Brennweite selbst ist mit einer einzigen Linse schon hinzubekommen. Als Fotografen haben wir uns längst daran gewöhnt, mit dem zu arbeiten, was die Objektivhersteller uns dementsprechend zur Verfügung gestellt haben. Erst in den letzten Jahren gibt es einen Trend, der wieder hin mehr zu fehlerbehafteten, also Charakterobjektiven geht. Man muss da nur an das Petzval von Lomography denken oder aus demselben Stall eine Optik aus Plastiklinsen, die man mit Wasser, Bier oder was weiß ich was füllen kann. Der Markt folgt hier ganz klar dem Wunsch der Fotografen nach emotionaleren, nach spezielleren, nach einzigartigeren Bildern. Und das ist erstmal was Tolles. Aber fangen wir das ganze Thema doch mal historisch an, ohne dass die Liste dabei einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben sollte. Denn im Prinzip ist das ja auch Teil des ganzen Spiels, dass ihr vielleicht selbst auf die Suche geht nach dem Besonderen, nach dem Einmaligen, nach dem fehlerhaften Objektiv, das dann euren Bildern etwas ganz Einzigartiges, etwas ganz Persönliches und was ganz Emotionales gibt. Die Mutter aller Charakterobjektive ist vermutlich das Rodenstock Imagon, das 1928 von Franz Stäble
in Anregung von Heinrich Kühn, dem Piktorialisten, entwickelt wurde. Als Tiefenbildner für die Großformatkamera kam es 1931 von Vogtländer auf den Markt. Das Objektiv ist dabei extrem simpel aufgebaut. Nur zwei verkittete Linsen bilden im Prinzip einen Achromaten und das ganze Objektiv wurde dann als Anachromat Kühn herausgegeben. Bei dem Objektiv sind alle Abbildungsfehler bis auf die sphärische Aberration korrigiert und das führt dazu, dass ein unscharferes Bild das scharfe Kernbild überlagert, je nachdem, wie weit ich Strahlenbündel von den Rändern der Optik zulasse. Das Ganze kann man dann kontrollieren oder fotografisch-bildnerisch einsetzen, indem man sogenannte Siebblenden verwendet. Diese haben in der Mitte ein Loch für das Zentralbild, das durch die Objektivmitte fällt, und rundherum angeordnet sind dann kleinere Löcher, mit denen ich die Randstrahlenbüschel mehr oder weniger ausblenden kann. Blöderweise ist die einzige Rolle Film, die ich mit meinem Imagon verschossen habe, von einer Porträtsession, für die ich keine Freigabe habe. Ihr müsst euch in dem Fall also mit Bildern aus dem wunderschönen Buch Lichtbilder mit dem Imagon begnügen. Nichtsdestotrotz lässt sich mit dem Imagon auch heute noch sehr eindrucksvoll fotografieren, vor allen Dingen dann, wenn genügend Licht zur Verfügung steht. Das Ganze ist dadurch begründet, dass ich natürlich ohnehin schon kein besonders lichtstarkes Objektiv habe. Bei meiner 200mm Variante ist das eine Anfangslichtstärke von 5,6. Ja, und die Siebblende, die schluckt natürlich auch nochmal gehörig Licht. Dann bin ich ganz schnell bei Blenden 7,7 oder 9,7, irgend sowas um den Dreh. Weichzeichnerobjektive nach diesem Prinzip gab es übrigens von fast allen Herstellern. Nikon, Fuji, Minolta. Fast jeder namhafte Hersteller hatte solche Objektive im Angebot, aber auch die Dritthersteller aus Japan haben eine ganze Zeit lang viele unterschiedliche Objektive dieser Art auf den Markt gebracht. Die haben dann entweder mit Siebblenden gearbeitet oder mit Drahtgittern. Ein zweites Objektiv, das ich aus diesem Typus hier bei mir habe, ist das Mamiya Soft Focus 150mm. Das ist ein Objektiv, da werden die Siebblenden ins Innere des Objektivs eingesetzt, also im Prinzip in Höhe der normalen Blendenachse. Das ist für die Abbildungsleistung etwas optimaler und so liefert dieses Objektiv auch ab Blende 4 dann knackscharfe Bilder, ist dann eigentlich ein ganz normales Porträtobjektiv und somit im Studio sehr, sehr flexibel zu benutzen. Das Trioplan 100mm 2.8 aus dem Hause Meyer Optik Görlitz ist in den letzten Jahren durch sein Seifenblasen-Bokeh bekannt geworden. Das aus drei unverkitteten Linsen bestehende Objektiv wurde 1916 gerechnet und basiert eigentlich auf dem Cook Triplet. Das, was in dem Objektiv für die Seifenblasenringe in den Unschärfebereichen sorgt, ist natürlich auch wieder ein klassischer Abbildungsfehler. Hier spiegeln sich nichts anderes als die Linsenkanten und teilweise sogar Gehäusekanten im endgültigen Bild wider. Die Fertigungsmöglichkeiten der damaligen Zeit ließen aber hier keine ausreichende Korrektur zu. Das Trioplan ist somit ein absolut typisches Beispiel dafür, wie sich ein Fehler in der Objektivfertigung nachher zu seiner großen Stärke gemausert hat. Man muss auf der anderen Seite dabei aber auch zugeben, dass das Objektiv, was die Schärfeleistung angeht, eher im unteren Mittelfeld spielt. Umso erfreulicher ist natürlich die Entwicklung hin zu einem wirklich gesuchten und auch gerne genutzten Sammlerobjektiv. Vom Trioplan gibt es eine ganze Objektivfamilie. Interessant sind heute am ehesten das Trioplan 100 und das Trioplan 50. Aber es gibt auch noch andere Objektive aus dem Hause Meyer Optik Görlitz, die ähnliche Charakteristika bieten. Da wäre zum Beispiel das Primoplan, damals eher das Spitzenobjektiv aus der Fertigung. Und das
hat ein nicht ganz so prominentes Seifenblasenbouquet. Wenn ich auf der anderen Seite in die sehr günstige Ecke will, dann kann ich mir durchaus mit einem Diaplan ein Projektionsobjektiv für den Diaprojektor, das aber vom Linsenaufbau sehr ähnlich zum Trioplan aufgebaut ist, zu sehr günstigen Bedingungen ein Ergebnis zusammenbauen, das sich dann im Foto nur sehr schwer von dem des Trioplan 100 unterscheiden lässt. Ein anderes sehr charaktervolles Objektiv, von dem wirklich fast jeder, der sich jemals mit Vintage-Objektiven auseinandergesetzt hat, schon mal gehört hat, ist das Helios. Hier ist es in erster Linie das Helios 44, das man kennt. Das ist bekannt für sein wirbelndes Bucker und das bedeutet halt, dass sich in den Unschärfebereichen das Bild zu drehen scheint, sodass so ein Spiraleffekt entsteht, der den Betrachter quasi mitten ins Bild zieht. Was viele aber nicht wissen, ist, dass das Helios 44 im Prinzip nur die Light-Variante ist, denn der Effekt ist beim großen Bruder, beim Helios 40, ein 85mm 1.5 Objektiv, noch weitaus ausgeprägter. Und wenn wir das Objektiv oder diese Objektivgruppe uns angucken müssen, dann müssen wir eigentlich noch an einer ganz anderen Stelle anfangen, denn beide Objektive, beide Helios-Objektive sind letztendlich Nachbauten der Zeiss Biotar-Objektive. Und auch hier gab es eben das Biotar 75 1.5 und später das Biotar 50. Fangen wir einfach beim Biotar 75 an. Mit 6 Elementen in 4 Gruppen ist das eine durchaus beeindruckende Linse, wo normalerweise die Unruhe des Hintergrunds manchmal das Bild stört, wird durch die Drehbewegung in der Unschärfe quasi ein Fokus noch zusätzlich auf das Bildzentrum gelegt. Die gleiche Grundkonstruktion wie beim 75er Biotar kam dann später auch beim 50er Biotar zum Einsatz und durch die geringere Brennweite ist hier allerdings der Effekt ein ganzes Stück abgemildert. Nach dem Krieg wurden dann beide Objektivtypen mit der identischen Rechnung von KMZ in Moskau unter dem Markennamen Helios verkauft. Und als Helios 44 ist das Objektiv auch millionenfach verkauft worden und dementsprechend günstig zu bekommen. Also im Prinzip der ideale Einstieg für jeden, der mal ein bisschen mit verrückten Linsen rumexperimentieren möchte. Das Helios 40, aber auch das Biotar 75 sind preislich in einer anderen Liga. Wenn das Imagon die Mutter aller Charakterobjektive ist, dann ist das Leica Tambar 90 2.2 mit Sicherheit die Kaiserin der Weichzeichnerobjektive. Diese zum Schnäppchenpreis von 5.500 € neu zu erwerbende Optik, die es auch schon 1935 mal in der geringen Stückzahl von 3.000 Stück gegeben hat, wurde 2017 neu aufgelegt. 20 Blendenlamellen sorgen für ein traumhaft weiches Bucker und eine starke Überlagerung des Grundbildes durch Überstrahlung für unglaublich traumhafte Bilder. Den Effekt kann man dabei nur durch einen Zentralfilter verstärken, der dem Objektiv vorgeschraubt wird und der dann quasi das mittlere Zentrallichtbüschel ausschaltet. Im Prinzip ist das Tambar auch ein verhältnismäßig einfach aufgebautes Objektiv. 4 Linsen in 3 Gruppen. Das war es auch schon. Hier ist also auch nicht voll durchkorrigiert worden und man hat den Fehler, nämlich die Unschärfe, nicht nur billigend in Kauf genommen, sondern das Objektiv grundsätzlich daraufhin optimiert. Denn auch schon in den 30er Jahren gab es gerade Porträtfotografen, die dann Golden Age Kundschaft ablichten sollten. Und die hatten dann den Wunsch, dass da ein bisschen abgemildert wird, was die Zeit so in das Gesicht gemeißelt hat. Die Beliebtheit des Tambars sank dann allerdings in den Folgejahren rapide ab, als sich herausstellte, dass sich mit einem Filter nahezu der gleiche Effekt mit nahezu jedem anderen Objektiv herstellen ließ.
Dazu waren in das Filter einfach nur konzentrische Kreise eingraviert, in ganz, ganz feinen Linien. Und die sorgten dafür, dass eben auch um das Grundbild ein überstrahlendes, weicheres Bild entstand, das gerade in den Highlights eben so ein Glühen hervorrief. Nichtsdestotrotz ist gerade die Neuauflage des Tambars immer noch ein ungeheuer faszinierendes Objektiv, das ich mir definitiv gerne ins Regal stellen würde. Eins der erfolgreichsten Charakterobjektive der heutigen Zeit und ein Beweis dafür, wie stark das Verlangen auf dem Markt nach solchen Objektiven ist, sind mit Sicherheit die Petzval-Reinkarnationen aus dem Hause Lomography. Josef Maximilian Petzval hat das erste Petzval-Porträtobjektiv 1840 vorgestellt. Dadurch, dass er ein Objektiv rechnen konnte, was eine Lichtstärke von 1 zu 3,6 hatte, war es möglich, Porträts erstmals unter einer Minute zu fotografieren, also eine Minute Belichtungszeit. Das Objektiv wurde dann von Vogtländer gebaut und viele Jahre lang erfolgreich an Porträtfotografen in der ganzen Welt verkauft. Die Grundkonstruktion 4 Linsen in 3 Gruppen ist entsprechend einfach. 2013 hat Lomography diese Objektivkonstruktion wiederbelebt und bietet mittlerweile viele verschiedene Variationen an. Es gibt ein 55-1,7, es gibt ein 85, es gibt ein 80,5 mit einer Lichtstärke von 1,9 und es gibt das 58mm 1,9 mit Bokeh Control. Alles wahnsinnig spannende Objektive und die sind mittlerweile im Preis auch ein ganzes Stück runtergegangen und die Messing-Varianten sehen natürlich auch noch unglaublich genial aus. Die Einsatzmöglichkeiten eines solchen Petzval-Objektivs sind natürlich ein bisschen eingeschränkt. Das ist ein Objektiv, das lebt tatsächlich im Porträtmodus. Wenn ich anfange, damit Landschaften zu fotografieren, da muss ich schon ein sehr, sehr passendes Sujet haben, damit das Objektiv da nicht stört, anstatt zu nutzen. Aber bei Porträtaufnahmen gelingt mir das mit einem Petzval-Objektiv immer, eine sehr deutliche, eine sehr eindeutige Bildsprache zu finden. Das ist vielleicht auch der größte Nachteil, denn mittlerweile erkennt man und kennt man diesen Look und man weiß dann, wie er gemacht worden ist. Also in Sachen Flexibilität nicht ganz die Knalleroptik, aber in Sachen Einmaligkeit und Fotografierspaß, wenn man diesen Look mag, eine ganz große Nummer. Die nächsten beiden Objektivtypen gehören eigentlich gar nicht wirklich in diese Gruppe der Charakterobjektive, denn wenn man ganz ehrlich ist, kann man im Prinzip für diesen Anwendungsfall auch sehr charakterlose Objektive nehmen, denn der Effekt wird nicht im Objektiv selbst, sondern in seiner Anwendung erzeugt. Ich spreche hier von den Objektiven, die es unter dem Markennamen Lens Baby gibt oder eben auch als Squeezer Lens, wie wir die hier sehen. Ja, das Ganze ist eigentlich eine Abwandlung des Freelancings und die flexible Umrandung, die verhindert eigentlich nur das Streulicht, was beim Freelancing passieren kann, auf den Film oder auf den Sensor fällt. Freelancing heißt dabei nichts anderes, als dass man das Objektiv nicht ans Bajonett setzt, sondern es quasi frei beweglich vor der Kamera hält und entsprechend dann bewegt. Was dann passiert, ist eine Verlagerung der Schärfeebene und da kommen jetzt auch 2 wichtige Faktoren mit ins Spiel, nämlich zum einen die möglichst große Offenblende, die man gerne hat, denn je kleiner die Schärfeebene ist, umso deutlicher ist der Effekt sichtbar. Wenn ich also hier ein Objektiv bei Blende 11 oder 16 nutze und das dann bewege, da verändert sich im Bild nicht viel. Und zum Zweiten ist natürlich der Bildkreis ganz entscheidend, denn wenn der zu klein ist, dann ist mein Bewegungsradius eingeschränkt. Denn dadurch, dass ich das Objektiv vor der Kamera neige und kippe, verschiebt sich ja der gesamte Bildkreis und ich laufe dann Gefahr, bei Objektiven mit einem kleinen Bildkreis Vignettierungen ins Bild zu kriegen.
Idealerweise nimmt man also Objektive zur Hand, die für ein größeres Format gerechnet sind, als mit dem man fotografiert. Also Mittelformatobjektive für eine Kleinbildkamera und eben Kleinbildobjektive für Micro Four Thirds oder APS-C oder ähnliches. Prinzipiell ist das, was ich dann mit dem Objektiv mache, nichts anderes als Tilt and Shift bei der Großformatfotografie. Ich verlagere also die Schärfeebene aus der Planlage des Films heraus und stelle sie quasi diagonal zur Filmebene. Dadurch ist dann nicht mehr eine Ebene scharf abgebildet, sondern die Schärfe kann zum Beispiel von links unten nach rechts oben durchs Bild laufen oder sogar vom Vordergrund bis in den Hintergrund, und dafür ist links und rechts alles unscharf. Mit dem Objektiv lassen sich so nicht nur die Miniatureffekte, die man vielleicht kennt, erzielen, sondern auch sehr träumerische Bilder erzeugen, die den Fokus des Betrachters ganz, ganz schnell dahin richten, wo ich den als Fotograf haben möchte. Ein Nachteil hat die ganze Geschichte dann aber auch: durch die unstete Positionierung des Objektivs, denn das ist ja frei beweglich, ist es unglaublich schwierig, den Fokus wirklich zu treffen. Das ist also definitiv ein Fall, wo ich sage, am digitalen Sensor, wo ich dann mit Serienbildfunktion einfach ganz viele Bilder hintereinander machen kann und eins davon wird dann schon an der richtigen Stelle scharf sein, ist das beim Film schon eine Frage einer sehr, sehr ruhigen Hand, wenn ich das optimal scharf einsetzen will. Wenn ich aber jetzt ein Objektiv habe, was an sich eher langweilig ist, dann habe ich natürlich noch Möglichkeiten, durch dezente Eingriffe in die Geometrie des Objektivs zu ganz außergewöhnlichen Effekten zu kommen. Ich habe mir zum Beispiel dieses wunderbare Zenitar, ein Vollplastikobjektiv, umgebaut, einfach dadurch, dass ein Linsenelement im Objektiv umgedreht wird. Der Nachteil an dem ganzen Manöver ist dann die Tatsache, dass mir die Fokusfähigkeit für unendlich komplett verloren geht. Je nach Objektiv habe ich dann eine Fokusmöglichkeit irgendwo zwischen 30 cm und vielleicht 1,50 m. Und das limitiert natürlich je nach Brennweite die Größe des Objekts, das ich fotografieren kann. Dafür entschädigen die Bilder mit einer, naja, fast schon bearbeitet wirkenden Erscheinung out of cam. Ähnliche Umbauten, wie ich das hier mit dem Zenitar gemacht habe, gibt es auch fürs Helios 44 und für viele, viele andere Linsen. Da müsst ihr einfach mal im Netz schauen. Objektivumbau, DIY-Objektiv oder solche Dinge. Da gibt es wirre, wilde und ganz verrückte Sachen, mit denen man sich für kleines Geld ganz spannende Objektive, die beim besten Willen nicht mehr für die Alltagsfotografie zu gebrauchen sind, aber mit denen man spannende Effektfotografie machen kann und viel Spaß haben kann. Ja, ich hoffe, dieser kleine Exkurs in die Welt der Charakterobjektive hat euch ein bisschen Spaß gemacht, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich wie immer an dieser Stelle: habt Spaß, schießt Film und tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieses Video gefallen hat und vielleicht auch die anderen noch in meinem Kanal, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du ein Abo da lässt. Das heißt, da unten auf den Abonnieren-Button drückst und vielleicht auch die Klingel aktivierst, denn dann wirst du jedes Mal informiert, wenn ich hier ein neues Video online stelle, und dann verpasst du nichts, was auf diesem Kanal passiert. Ja, und dann freue ich mich darüber, wenn du den Kanal abonnierst und wenn du kommentierst und deine Meinung sagst und mit mir in Interaktion trittst. Fürs Abonnieren sage ich deswegen schon mal herzlichen Dank. Ja, und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.